mein Leben so verlaufen ist, wie es verlaufen ist. Ja, kann man nicht anders ausdrücken. Ich fange einfach an. Instrumentalstück. Ich saß oft in der Schule und fühlte mich völlig schlapp. Und weil ich selbst nicht denken konnte, schrieb ich eben ab. Ich war immer so antriebsschwamm, als kleiner Junge schon. Heute weiß ich endlich den Grund, Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Wenn wir Fußball spielten, musste ich immer ins Tor. Und meistens war es so, dass meine Mannschaft verlor. Und soll ich euch mal was sagen, es war mir scheißegal. Denn bei Schilddrüsenunterfunktion ist das total normal. Ich ging in den Musikverein, ich lernte Klarinette. Doch nicht so lange, wie mein Lehrer das gern gesehen hätte. Ich machte auch kein Abitur, ich war kein guter Sohn. Jetzt weiß ich warum, Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Was ist los, Arno? Das war zu viel für. Dann kam die Zeit, da hat mich Jesus inspiriert. Franz von Assisi hat mich zur Lyrik inspiriert. Ich floh vor dem Alltag in die Welt der Religion. Ich fühlte Gott in mir, doch es war Schilddrüsenunterfunktion. Ich kam mit der ganzen Gesellschaft nicht klar, ich fand sie ungerecht. Ich war für Sozialismus, Anarchie fand ich auch nicht schlecht. Ich hatte sogar Sympathie für Umsturz und Revolution. Doch was war es wirklich? Ich hatte eine Freundin, eine sensible Brünette, mit einer bösen Aura, sie hieß. Wir durchquerten das Universum mit Haro und Meditation. Ich hielt es für Liebe, doch es war. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Alles war so mühsam, ich fühlte mich oft so leer. Nichts ging ohne Probleme, alles fiel mir so schwer. Sogar der Sex, kaum war ich drin, da kam ich auch schon. Jetzt weiß ich warum, Schilddrüsenunterfunktion. Und immer die Unzufriedenheit, schlechte Laune, Schmerzen, Magen drücken, leise gegen sogar am Herzen. Ich dachte an Rinderwahnsinn, an Ganzjahresdepression. Doch die Blutwerte zeigten Schilddrüsenunterfunktion. Jetzt habe ich Tabletten, die nehme ich morgens ein. Bald werde ich so normal wie alle anderen sein. Und dann schreibe ich endlich mein Buch, den Titel habe ich schon. Doch ich verrate ihn nicht. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Hello! Damit hast du deinen Ort wirklich verdient, würde ich mal sagen. Ja. Und Arno, hast du jetzt Kurzatmigkeit, Zwerchfellkrampf und alles. Nierenunterfunktion? Alles. Hat er sich jetzt zugezogen?
Schilddrüsenunterfunktion. Wir werden jetzt Mühe haben, bis, dass der nachher wieder auf der Bühne ist, wenn es soweit ist. Ich hole mir jetzt gleich erstmal Bier und dann geht's weiter. Ja, gucken wir mal nach Anno, wenn du hinten rausgehst. Ja. Beruhigen ein bisschen. Ja. Ja. Also, wir freuen uns schon aufs nächstes Jahr. Ja, ich mich auch. Ja. Okay? Bleib schön kreativ und wieder ein Ausmarsch. Für nichts. Ja.